Ob das ein Fehler war, dass du hier gerade drauf geklickt hast auf dieses Video? Ich weiß es nicht, aber lass dich doch erstmal etwas streicheln. Bist ganz weich und warm und riechst gut. Mit diesen Worten starten wir das heutige Reaktionsvideo. Ladies and Gentlemen, es ist mal wieder soweit. Wir gehen rein in den Horror-Content. Lang ist es her gewesen. Scary Comp kennen wir alle, lieben wir alle und jetzt sind wir im neuesten Teil drin. Scary Comp V95. Nichts für schwache Nerven. Wir sehen erstmal die Rutsche des Todes. Ladies and Gentlemen, wir sind drin in Horror, den ihr zurück genießt. Also wenn man es genießen kann, es geht los in 3, 2, 1, let's go. In the following video, two friends are goofing off inside an Nicht eine Frau mit schwarzen Haaren, finde ich gruselig. Indoor playground at a time when no one else is around. Drop me three times. Okay, where'd you go? It's late at night, and the restaurant where the kids' play area is located isn't being occupied by children. So, with not much else to do, both friends rush over to the restaurant's playground to have some fun. However, it would be during this playful moment that something pretty creepy is caught on camera. The following is what they caught. Take a look. Okay, also sie sind bei McDonald's im Spieleparadies. Okay, this is my POV. Enjoy. This is where we have to get up to. This is really hard. I feel too big to do this. Da geht's nicht, da ist irgendein Cracky in der Rutsche drin. Yeah. Wait, where'd you go, left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Yours is brighter, mine's all dark. Okay. You guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. There's like actual good down here. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Nee, wir skippen den ersten Clip. Der erste Clip ist geskippt. Und hoffen einfach, dass der nächste Clip besser ist. Also, Digga, ich brauche mir jetzt hier nicht ein Rutschenvideo reinziehen, wo irgendeiner irgendwas über seine AirPod-Kopfhörer sowas hier reingesprochen hat. Digga, was ein Scam. Erster Clip wird geskippt. Wir machen weiter mit dem Video. Leck mich doch am Arsch. Inside an airplane is an employee who's recording a video showing what he does in a typical workday. As part of a cleaning crew, his main job is to clean planes that have just landed. This is something that he often does at night, especially with planes that are big enough to hold the most trash. Jetzt habe ich eine Frage. Ich weiß, es ist super random, keiner versteht gerade warum, aber wenn ihr im Kino seid, lasst ihr euer Popcorn stehen und eure Cola oder nehmt ihr die Tüte mit und schmeißt die selbst weg? Lasst ihr stehen oder nehmt ihr mit? Verdammt nochmal, ihr nehmt die alle mit. Ich hab die mein ganzes Leben lang stehen lassen. Bin ich ein asozialer Mixer, weil ich das gemacht habe, ja, ne? Ist das asozial? Das ist asozial, ne? Ich wusste es nicht. Ich habe mich das letzte Mal gefragt, als ich im Kino war, ob man eigentlich die Tüte mitnehmen muss, weil ich habe das irgendwie hatte ich das so in Erinnerung, dass es okay ist, wenn man die stehen lässt. Ist aber asozial, sagt ihr. Bist ein schlechter Mensch, respektlos. Ich dachte immer, dass das normal ist, dass das jeder da stehen lässt. Tut mir leid. Also an jeden, der im Kino arbeitet, tut mir leid. Die letzten Jahre, ich werde es in Zukunft anders machen, ja. Cleaning crew, his main job is to clean planes that have just landed. This is something that he often does at night, especially with planes that are big enough to hold the most trash. But one night, he decides to do something different. Rather than leaving the plane that he just cleaned, he stays behind. Usually, a cabin cleaner moves on to clean the next aircraft. But seeing that his work was done and that no passengers would board the plane for a while, he stays. Purely for the fun of it, he does this. But this experience was anything but fun, because also da ist ein, hä?
Da ist ein Typ, dessen Job ist, ein Flugzeug sauber zu machen, und dann ist er fertig mit dem Saubermachen und er bleibt einfach im Flugzeug sitzen? Buzz, as he alleine? Hides in the back of the plane. This happens. Im Flugzeug. Nochmal. Der hat gefurzt. Der hat einfach gefurzt. No way. Let's go. Let's go. Let's. No, I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on it here. Don't catch my ass if they see. Yes. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. Also ich weiß nicht, was es ist, Chad. Ich verstehe auch nicht den Sinn, warum er da alleine drin ist und jetzt die Taschenlampe anmacht. Aber ich habe irgendwie trotzdem gerade Angst, um ehrlich zu sein. It's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Angst, dass da gleich einer sitzt. Let's go! Let's go! Hä? Wie lässt der auf Crack? Wieso schreit der denn der die ganze Zeit Let's go? Digga, was ist das denn für ein zurückgebliebenes Arschloch? Bleibt da allein im Flugzeug sitzen, filmt erstmal auf Kamera, auf Flashlight mit hier, Taschenlampe. Was ist denn das hier? Right. Sitting on the back of the plane, and y'all probably think I'm f***ing insane. Probably think I'm doing this for fame. Macht der... Erste Frage, hat er gerade einen Freestyle rausgehauen? Zweite Frage, was ist hier gerade mit dem Gurt passiert? Nochmal zurück. And y'all probably think I'm f***ing insane. Probably think I'm doing this for fame. Fuck, ich spule mal zurück. Doing this for fame. They say, probably think I'm doing this for fame. Okay, also eins, wenn ihr sagt fake, wie faked man das aber? Say. I'm doing this for fame. Caught off guard, he walks over to see if anyone's there, but to his shock, the space. Also wollte ich mir gerade sagen, dass der Typ so hobbylos ist, dass er sich da alleine ins Flugzeug gesetzt hat und gesagt hat, so. Jetzt mache ich hier eine Angelschnur an den Gurt, werde dann erst aufstehen, rumschreien, dann werde ich anfangen zu freestylen und dann ziehe ich an der Angelschnur, damit der Gurt da drüber schnallt. Also wenn er das wirklich gemacht hat und das sein Plan war, dann hätte ich mehr Angst vor ihm als vor irgendeinem Geist, bin ich ganz ehrlich mit euch, weil dann hat er ja richtig einen an der Waffel, Digga. Space is completely empty. Somehow, the seatbelt flings out towards the aisle in a sudden motion, without their... Vielleicht war der nicht richtig eingerostet und ist durch die Feder rausgesprungen. Digga... Was ist das für eine... Eins für Timeout. Also wirklich, so einen FBI-Agent brauchen wir nicht. Als, Digga, als ob der Gurt jetzt da in irgendeiner Feder drin war und rausspringt, Bruder. Mit welchen Privatjets fliegst denn du rum? Was sind das für Scheißgelaber gewesen? Das ist ja überhaupt kein Plan von Geistern, du Idiot. ...being someone on the seat. It seemingly throws itself, as if unbuckled by a passenger who's eager to get off the plane. Whatever it was that just happened scared the living daylights out of him. So much so, that he scurries back to his hiding spot in the back of the plane. Hours pass, and he gets off the plane after personnel finds him inside. All in all, this experience has left him so rattled that he continues to share updates talking about this incident and mentioning how he should have stayed out of this plane. It goes without saying, but this incident has spooked him beyond belief. What the fuck? Okay, ich sag, erster Clip war fake.
Also der Clip war fake, sage ich auch. Ich weiß nicht wie, mit einer Angelschnur oder wie auch immer, war fake. Trotzdem hatte ich irgendwie Angst. Ich mag es nicht, wenn so nah gefilmt wird und du weißt nicht, was in der nächsten Ecke kommt. Das ist so, so Horror-Film-Shit irgendwie. On August 27th of 2024, a store manager watches footage of something that happened earlier while sounding pretty nervous. He immediately ran to his computer to pull up the video and save it, just in case no one believes him. Something happened as he was unpacking boxes, and he knows that he caught it on camera. In fact, many things happen in this footage, but it's what happens towards the end of the video that terrifies him greatly. Ever since then, he's been watching his back, hoping that it doesn't happen again. The following is the store manager's footage. Watch. Watch. Single night. I dislike putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Wir sollen da hingucken. Here. Okay? Okay. Hold on, let me speed this up a bit. They haven't got the first clue on how to use it. Watch. If you have the doctor watch, right, Chad, watch him. And you stow it on a shelf in your closet and do not pull that doctor look out. Boom, you see that? Junge, da ist halt ein Karton runtergefallen. Ist das jetzt sein Ernst? Ist das jetzt sein Ernst? Hat er jetzt gerade wirklich gesagt, boom, you see that? That's a ghost. Das, das ist ein Beweis. Ich habe einen Geist gefilmt. Da hast du einen Windzug in deinem Lager, du Trottel. We'll get back here for you guys to give you a better view. Look at that. And I'm just like tripping, like what? Vielleicht passiert aber noch was. Okay, but könnte sein, dass hier gleich noch was passiert. Pay attention to this area right here. Watch. This is where I stopped recording because I heard a noise in the back. Jetzt hört er noch was hier. Jetzt hört er noch was? But so what? It's not what I asked you. Is that you? Look. Look. I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm, Chad. See that? Ich habe aber auch eine Theorie. Sage ich gleich. Come out! I'm not afraid of you. Is that you? Bitte jetzt kein Jumpscare, bitte nicht. I threw down the box earlier? Bitte nicht bei den Waschmitteln. Nicht bei den Waschmitteln. Man, Motherfucker! Motherfucker, was war das denn für eine Scheiße? Come on out! Wer stellt denn da sowas hin? Hä? Wer stellt denn da sowas hin, Chad? Was soll das denn? Verdammt nochmal! Junge! Come on out! You don't scare me. Ich mag's nicht, Chad. Ich mag's gar nicht gerade. Ich mag's nicht. Come on out, pussy. Always trying to mess with me. Oh! Oh, verdammt nochmal, du Kleiner! Du kleiner dreckiger Dich werde ich finden, dein scheiß okay? Ich werde dich finden, aufspüren und eliminieren. In-game war jetzt keine Morddrohung, tut mir leid. In GTA werde ich dich finden, okay? Du kleines Loch. Oh shit. Verdammt nochmal. Mir ist, glaube ich, gerade eine Ader im Auge geplatzt. No. Hell no. No. Oh, jetzt spielt er den Clip ab von gerade, oder? Jetzt spielt er das ab, wo er gerade lang gelaufen ist, glaube ich. Let me see. Where am I? I'm here. Where am I now?
Look, there I am, right there. Look, you see that? You see that? What the fuck? Look, you see that? Huh? What's that said? Was ist das denn? Ist da ein kleiner Nager in seinen Haaren versteckt oder was? Ist das ein Meerschweinchen, was er da hinten drin hat in seinem Kopf? Schon gewundert, woher das Volumen von den Haaren herkommt. Der hat sich da ein kleines Meerschweinchen reingestopft. In die Haare, in die Perücke. Guck mal den Kleinen an. Der ist da rausgekrochen. Ey, ich sag euch, das ist kein Fake, Chat. Das ist kein Fake. Look, you see that? Ich sag euch, das ist kein Fake. You see that? Ist kein Fake, sag ich. Wir haben hier gerade ein echtes Geistermeerschweinchen gesehen. Eins, wer sagt, es Fake? Zwei, wer sagt, es nicht Fake? Also, wer sagt, es Fake? Na. Kommt jetzt nicht mit eurer Angelschnur, Chat. Kommt mir nicht mit der Angelschnur. Na. Hell no. As if the store manager wasn't already spooked, this happens. Recorded by the camera pointing at the side entrance of the store is this, the manager's hair lifting on its own, or better put, getting tugged by something unseen. It's the sudden yank on his hair that sends him running in a panic frenzy. Ey, das ist wirklich, das ist ein guter Clip-Chat, finde ich. Also, gibt bestimmt viele, die sagen fake, ich finde aber, also, gutes Video, guter Clip, sehr guter Clip. He didn't think that someone crazy was messing shit, with him. But upon watching the security footage of this incident, he sees that no one was behind him. Also, wenn's gefaked ist, ist es schon eine 10 plus mit Sternchen. If no one was there, then whose forceful pull did he feel? Und das ist am Stück gefilmt, ja, Mann. While some viewers believe that this might have been the ghost he was calling out, others don't know what to think. To the man. Stellt euch mal vor, Chat, es gibt wirklich Geister. Und wir gucken hier uns diese Videos an und sagen die ganze Zeit fake, fake, fake. Und tatsächlich sitzt gerade ein Geist hinter mir und guckt zu und denkt sich einfach nur die ganze Zeit, ihr Trottel, ich bin nicht fake, ich existiere. Ich bin echt. Manager, however, he knows exactly what this was and believes it's the same entity that's been messing with his store. Es gibt Geister. Okay, ernst gemeine Frage. Eins, wenn du ein Geist bist. Nur an die Geister jetzt, die hier gerade zugucken. Ehrlich gemeinte, ernst gemeinte Frage. Also wollt ihr mir hier gerade erzählen, dass meine halbe Community aus Geistern besteht? Hm? Eins, wenn der Geist in dem Video euer Cousin ist, dritten Grades, wenn ihr den schon mal kennt, schon mal kennengelernt habt. War der Cousin, oder? Gerade von euch. Ist ein Homie von mir. Alter, das wäre so heftig, wenn es wirklich Geister geben würde. But of course, I'll let you come up with your own conclusions. Was a ghost caught on camera? Or had something else happened to explain this incident? Let me know what you think down below. Ein guter Clip, muss ich sagen. Guter Clip gewesen, Chat. Nächster Clip. Now this next video was submitted im Auto, nachts. To me by Alicia B, who recorded something that's left her pretty spooked. The whole incident took place at around 11 p.m. as Alicia recorded from inside her car. She was picking up her boyfriend from work like she usually does. Only this time, something catches her attention, prompting her to film this moment. In the distance is a motel like any other motor lodge. It's a basic motel with not much activity going on, or at least it seems like that. Okay, it's a motel im Hintergrund da, das Gebäude. Because as Alicia looks closely, she sees this. Und ihr Tank ist leer. Bro, focus. That's it, right? What the f***, bro? What the f***? Ja, das ist ein Geist. Ich schwöre euch, es ist ein Geist. Der ist echt. Es ist ein Geist. Es ist ein Geist. Und ich sage euch jetzt auch eins. Nach den ganzen Geistervideos, die wir gesehen haben, das muss echt sein. Es muss echt sein. Weil es sind immer wieder die gleichen Videos, Chat. Es sind immer wieder die gleichen Videos, wo die so in der Nacht Gebäude filmen, wo komische, gruselige Schatten hin und her springen. Und die sind immer gleich von der Art. Das sind immer gruselige Schatten, die da rumspringen. Ist echt. Ist approved. Ist echt, Chat. Having no clue as to what she was seeing, Alicia oder sind Aliens? Couldn't help but gasp.
It was obvious that her eyes were... Jetzt mal aber ernst gemeine Frage. Wirkt der Clip auf euch fake? Nee, ne? Finde ich nicht. Also ihre Reaktion, wie das alles gefilmt ist, wirkt echt. Playing tricks on her after seeing it more than once. A dark silhouette continuously appears and disappears as if flickering out of existence. This shadow, or whatever this might have been, just flashes momentarily before the video ends. Understandably, Alicia sends this footage in the hopes of getting an answer to her question. Just what exactly was caught on camera? Whether ghost or not. Das sieht super weird aus. Not a definitive answer. Es ist halt ein Schatten einfach. Ja, aber wie soll der Schatten denn da so schnell hinkommen und wieder weggehen? Has yet to be given. Nächster Clip. On the night of September 26th of 2022, a family is enjoying their evening inside their home when out of nowhere, they find themselves immersed in a very peculiar incident. At approximately 9 p.m., Renee Salcido and her family had stopped what they were doing after being alerted by a noise coming from the front door. They weren't expecting any visitors, so naturally, they were startled. But nevertheless, they were cautious from that moment on, and rightfully so, because apparently, the noise they heard was actually from a set of bells that were dangling on their doorknob. The fact that they went off meant that someone had grabbed the handle. Freaked out, Renee shows the exact moment they're heard on camera. Okay, also die haben so Glocken an der Tür und die Glocken knallen gegen die Tür. Könnte aber auch bis jetzt Wind sein einfach, Chat. Oder? Until I played back the front door camera. Ist jetzt die Kamera von der Tür? It takes force to make sound that loud. Also man braucht Kraft, damit es so laut sich anhört. It's the footage from outside that's left Renee and her family completely shook. The bells can be heard rattling against the door, but strangely, no one is seen grabbing the handle where the bells are placed. It's audible enough to know that something shook the bells, but the question is, what exactly shook them? Or better said, what had gripped the doorknob? Only after realizing why the bells went off does this video get creepier. As the family believes, something had tried to get inside, and it seems that whatever it was really wanted to get in. But the bells, according to viewers, had successfully done their job. There's a reason why some people hang bells on their doorknob, and it's not because they add style, but rather help in warding off negative energy. They're known as witch bells, and Renee's family is glad to have bought them. But of course, whether or not this had anything to do with what occurred is up to you to decide. So then, had something come by to visit the family, or could something else explain what occurred? Ich sag, war ein Biber oder sowas, irgendein kleiner Nager. Now the following video was suggested by Jose H, who writes that this video was captured by a man inside a building that was next to a fire. The man recording this had already called the fire department to put out the flames. So, as he waits, he records this video. But he wasn't just filming to get the fire on camera, but rather to record something else. Okay, da ist ein Haus, was brennt und er filmt das. At first, he didn't notice it, but after taking a closer look, he sees it. This. Ich seh's auch. Jo. Is what he saw. Yo! 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 What the fuck? The figure of a person is seen standing at the window. Das ist scary shit, holy fuck. They stand completely still, while seemingly facing the outside, as if watching the man recording this. Despite there being a fire in this building, the person remains unfazed, assuming that it's a person though. Given the context of this footage, it seems likely to viewers that this was something else. Whether ghost or not, its lack of movement until the very end. Der tanzt einfach mit dem Feuer, das ist der Feuergeist. Is unsettling enough. So holy then, fuck. The question is begged. Ist eine Angelschnur? Eins, wer sagt Angelschnur? Just who or what was inside this building? Da müsste doch mal wieder die Angelschnur zum Einsatz gekommen sein, Digga. Okay, keine Ahnung, ob das fake oder real. Es war auf jeden Fall gruselig. Das war wirklich ein gruseliger Clip auch.
On a random Tuesday night, a young child happily plays in... Oh, finde ich auch immer gruselig mit so kleinen Toddlern. ...inside their crib, even though it's well past their bedtime. As minutes pass, they continue to stay awake, before all of a sudden, standing up and looking straight ahead. It isn't clear as to what it is that they're seeing, but after watching what happens only seconds later, it becomes clear that something truly strange was going on. As the mother of the Toddler sind aber süß. Ich mag die nicht. Die machen so unkontrollierte Bewegungen irgendwie. Child is in the sind so unberechenbar. Kitchen. This is captured. Musik jetzt, ja, Musik creepy. Okay, die Tür geht auf. Eins, wer sagt, der Toddler hat eine Angel schon an die Tür gemacht, will uns verarschen, der kleine Wichser. Verbrenn das Haus! You don't have to listen closely to hear that a voice was caught on camera. It appears that the boy had heard it too, but unlike him. Das Kind faked das. Ja, ja, ich habe auch im Gefühl, dass der an seiner Nase herumfilmen will für hier der Kleine. One can immediately tell that something isn't right with this voice. According to the mother, it sounds anything but human, although it's yet to be known. Guck dir mal die Reaktion des Kindes an. Ja, ja, ich habe schon gesehen, der hat's auf jeden Fall gehört auch. On what this was, there's no denying that the voice is unsettling, and it's even more so when listening closely. Stellt euch mal vor. Stell dir mal vor, der hat einfach einen Vater, der so Geister-Shit mag. Und er dachte sich dann so, der Vater so, komm, heute lege ich ihn rein, den Kleinen. Heute mache ich mal Angelschnur an die Tür und mach verstörende Geräusche übers Babyfon, damit er sich erschreckt, der Kleine. Digga, das wäre so ehrenlos, Junge. To what it's saying. It isn't clear, but it kind of sounds like it's saying, "What?" Stell dir mal den Vater vor, dieses Babyphone. Let me in. Yo. If that's so, then the bedroom door opening on its own becomes a whole lot creepier. Like most videos, not much info is given on this one, but with or without it, the video by itself suffices. Ist halt creepy, dass der auch drauf reagiert, das Kind. Also bei der Tür habe ich noch gesagt, oder hätte ich noch gesagt, yo, das war ein Durchzug, der Wind irgendwie durch die Wohnung durch oder so, Haus durch. Da war ein Fenster auf Kipp, aber das Geräusch war dann creepy und dass der auch halt auch irgendwie was sieht oder halt was spürt, der kleine Toddler. What was captured is terrifying on its own. Letzter Clipchat, da haben wir es gleich geschafft. In this last video, a man living in a small cottage suddenly starts recording after hearing noises coming from his attic. He's been gathering evidence of the oh nein, der hat einen Dachboden. These odd sounds that are often heard at night. From noises like thumps and creaks, he's been hearing all sorts of things, all of which emanate from his attic. Initially, he thought the noises were just part of the house, given that it's old. But one night, as he checks the space like he always does, this happens. Yo! Digga! Was würdet ihr in dieser Situation machen, Chat? Ihr habt einen Dachboden und habt so ein Geräusch gehört. Was macht man da? Was macht man da? Boah. Verbrennen? Ja. Jo. Könnten aber auch wieder ein Nager sein in den Zwischenwänden. Na, nee, doch nicht. Keine Nager, oder? Ist Angelschnur noch eine Option hier? Doch da jetzt nicht nachgucken. Oh. Und da steht auch noch so eine gruselige schwarze Box. Was ist das denn? Was
ist das denn? Yo! Angelschnur, ich hab's genau gesehen. Verdammte Angelschnur. A piece of furniture flips on its own, scaring the living daylights out of him. Understandably, the man drops everything, including his phone, and runs for it. Clearly, he was freaked out by whatever just happened. Hey, ehrlich, anzünden, alles fühle ich. This day, he stays at a friend's. Spiritus drauf und anzünden. Where both he and his friend continue talking about this incident. They both agree that something haunts the attic, if not the whole house. But thankfully, it was all caught on camera. So then, just what exactly had been inside the attic? Let me know your thoughts on this one. Thanks for watching, and I hope you enjoyed. Also, if you haven't already done so, please subscribe and make sure to hit the bell icon. Subscriben könnt ihr bei diesem wunderschönen Kanal auch, damit ihr keine weiteren Reaktionen mehr verpasst. Ladies and Gentlemen, wir haben es durchstanden. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Scary Comp V95 durchstanden, abgehakt auf unserer Checklist. Ich fand, da waren ein paar gute Clips dabei. Ein paar waren offensichtlich fake. Ein paar Mal wurde offensichtlich eine Angelschnur verwendet. Doch, bei ein paar Clips bin ich mir bis jetzt nicht sicher, ob das nicht wirklich Geister waren. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Haben wir hier heute mal wieder Geister gesehen oder war das nur eine Menge Angelschnuren und verrückter Babys? Wir sehen uns in der nächsten Horrorreaktion oder was auch immer für eine Reaktion wieder. Mein Name ist Mochi, das war's für heute mit dem Horror. Ich wünsche noch einen gruseligen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss. Auf Wiedersehen.